Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es nur ein kurzes Spontan-Video und zwar möchte ich meinen eigenen Erfahrungsbericht wiedergeben. Und zwar kaufe ich mir gleich einen Fernseher und selbstverständlich habe ich mich vorher auch über den Fernseher informiert und ein bisschen schlau gemacht. Und ich möchte euch einfach nur mal die Unterschiede zeigen, welche es gibt zwischen Elektro, also normalen Standard-Elektrohandel, Amazon Polen, Allegro, welches zur Konkurrenz zu Amazon steht und auch nochmal Amazon Deutschland. Und ich habe mir auch schon ein Produkt ausgesucht und dazu nehme ich euch einfach mal mit bei mir auf meinen Bildschirm. So, jetzt müsstet ihr eigentlich meinen Bildschirm sehen. Und zwar ist das genau dieses Modell, was ich mir hier rausgesucht habe. Das ist der Sony XR55X90S. Und hier haben wir einen Preis von 4.290 Zloty. Vorher hat er 4.800 Zloty gekostet, also knapp 1.000 Euro. Jetzt kostet er ja ungefähr 900 Euro plus minus. Und ja, das ist hier der Preis bei RTV Euro AGD. Das ist halt, wie ich schon gerade erwähnt habe, ein Elektrohandel. Kann man so ein bisschen mit Mediamarkt vergleichen. Oder hier in Polen gibt es auch noch Media Expert. Ich bin auch der Meinung, dass das alles eigentlich die gleiche Gruppe ist. Und genau den gleichen Fernseher habe ich auch bei Amazon PL gesehen. Und hier kostet der Fernseher schon 400 Zloty weniger, also sprich ungefähr 80 Euro weniger. Hier kostet der 3.890 Zloty mit einer Gratislieferung bis zum 11. Januar. Und dann habe ich mir auch nochmal die Zeit genommen und mal bei Allegro geschaut. Und bei Allegro kostet der auch 3.890 Zloty, also genau wie bei Amazon PL. Nur hier habe ich schon mal eine Lieferung zwischen 3. Januar und 5. Januar, also sprich knapp eine Woche früher. Heute ist der 31.12., also gleich haben wir Silvester und hier haben wir dann auch schon mal den Unterschied. Wenn man jetzt heute etwas bei Amazon bestellen würde, müsste man knapp 1,5 Wochen warten. Bestellt man das bei Allegro, bei der direkten Konkurrenz eigentlich, haben wir das nicht mal in einer ganzen Woche. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal den Preis bei Amazon Deutschland an. Klar, Lieferung ist, denke ich, unschlagbar. Also bei Amazon Deutschland, da hat man zum Teil eine Same-Day-Lieferung sogar noch. Hier, wenn wir den heute bestellen, hätten wir den am Dienstag, 3. Januar. Hier kostet der Fernseher allerdings 1.099 Euro, was auf den Zloty 5.165 Zloty sind, sprich 1.275 Zloty mehr, was auf den Euro 270 Euro mehr sind. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht, wo ich Amazon Polen mit Amazon Deutschland vergleiche. Das Video packe ich euch nachher auch noch mal in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das auch noch mal nachher anschauen. Also nur mal, um mal so ein ganzes Fazit zu machen. Ich bestelle mir definitiv gleich den Fernseher bei Allegro, einfach aus dem Grund, der Preis ist gleich wie auch bei Amazon Polen, aber hier habe ich einfach eine schnellere Lieferung und ja, wie man sieht, ist Amazon in Polen noch lange nicht so weit wie Amazon Deutschland, wenn es jetzt um die Lieferzeit geht oder auch im Gegensatz zu Allegro. Also Allegro ist hier immer noch, wenn es um solche Dienste geht, der Marktführer. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass das sich in den nächsten Jahren ändern wird. Und warum? Amazon ist einfach ein Gigant und wenn die möchten, dann schlucken die einfach alles. Und ich denke, meiner Meinung nach ist das nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ja, das war's eigentlich auch. Ich wollte eigentlich nur ein kleines Fazit abgeben, einen kleinen Feedback abgeben, wie ein Fernseherkauf hier aussieht. Und ja, das war's auch eigentlich. Ja, und in diesem Sinne danke ich dir, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!